Willkommen zu einem unfassbar spektakulären Pack-Opening. Ich habe mal entspannten Fufi aufgeladen, denn ich habe gesagt, ich möchte heute nur die Promo-Packs aufmachen, denn das, was wir heute aus diesen Packs rausbekommen werden, wird vollkommen dafür ausreichen, was wir brauchen. Wir brauchen im Moment nämlich gar nichts, das ist das Ding. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mein aktueller Stand, ich meine, die Leute von FIFA haben jetzt generell schon länger nicht mehr mein Team gesehen, aktuelles Team. Damit komme ich mittlerweile auch ganz gut zurecht. Also in FIFA bin ich mittlerweile auf einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, FIFA 18, komme ich langsam klar. Meine Bilanz ist mal positiv, ja, das ist eine Sache, die auch mal wichtig war. Ansonsten, ich habe investiert in verschiedene Spieler, zudem in ihn nicht. Aber ich habe zum Beispiel schon viele aus der schottischen Liga und Celtic-Spieler gekauft, falls mal Henrik Larsson, seine Ikone, dann kommt. Und ihr seht, Alessandrini habe ich geholt, den 82er Inform. Denn, Grüße Genoss am Bluefire, die Karte sieht halt echt richtig sick aus. Und ich glaube, weil Frankreich sowieso so krass im Hype ist, dass der nochmal steigen wird. Deswegen habe ich mir den einfach nochmal geholt. Und wir werden auf jeden Fall die Packs aufmachen. Und wir fangen mal an, ich ziehe auch die Dinger. 12 Spieler, 6 Gold, 6 Silber, 3 seltene. Ja moin, ich sag jetzt schon mal, First Call, 3 silberne seltene. Oh, aber die Animation... Cristiano? Perrin. Perrin hat eine nice Frise. Guckt mal an, wie Perrin aussieht. Cooler Typ! Cooler Typ! Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Ja. Aber 3 seltene Goldspieler. So stelle ich es mir doch vor, oder? Dankeschön an Power Man. Warum geben mir meine Eltern Geld? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Komm. Cristiano. Ronaldo. Öffne die für 350. Freund, wir können uns alle, wir können uns die auch leisten. Das ist ja nicht das Problem. Was gibt es im Moment für SBCs? Ich nehme mal hier, Lorient spielt Ligue 2. Warum Ronaldo nicht die Baller? So ein Ronaldo ist halt mehr wert, ne? Schon was Gutes gezogen? Ja, Perrin. Danach wieder Minecraft. Busted Guy, ganz entspannt, wir werden gucken. Julian Brandt. Mein Freund. Mein Freund. Ach, das sind diese Rotz 25k Packs. Die sind nicht so geil, ne? Batshuayi. Machen wir nochmal, wir machen mal nochmal so ein. Die beste, voll viele sagen immer so Leinwandspieler oder, weiß nicht, Brettspieler. Das Beste, was ich bis jetzt gehört habe, war Flash, dass man einen Flash bekommen hat. Ein Flash-Spieler. Finde ich aber ernsthaft, klingt am nicesten so. Weil, ja, wenn der Blitz kommt, ist halt ein Flash so, ne? Cristiano. Lopez. Schlitz, Junge, einfach Schlitzspieler. Ich glaube, ich sehe jemanden, der was wert ist. Ninja. Das Ding ist, er ist jemand, was ich von ihm gelesen habe, ist, der hat früher bei Tottenham gespielt. Das ist so ein Typ. Der einfach seine Eier schaukelt, der einfach überhaupt kein Elan im Moment zeigt. Naja. Wie war Mathe-Test? Gut. Zeig mal dein Team. Mach ich gleich nochmal. Jetzt wird's Zeit. Es wird Zeit. Oh mein, ja! Ja, ich leck! Ich muss! Ich hab kurz überlegt. Bruder! Ich schwöre, ich zieh sie immer. Warum läufst du so zickzack?
Oh mein. Mein Kopf hat gerade so gerattert. Ey, das ist mit Abstand mein wertvollster Spieler, ne? Oh mein Gott. Eine 500.000. Einfach auf Nacken. Oh mein Gott, und ich kann die. Oh mein Gott, ich kann die Kälte so gebrauchen, Junge. Junge, mein Kopf, ich habe überlegt, Brasilien in Form. Ich dachte, da kommt jetzt keine Ahnung, was für ein Verwirrter. Guckt ihn euch an. Er ruft mich gerade an. Oh mein. Bruder, ich muss mal ganz kurz auf Twitter provozieren damit. Oh mein. Und jetzt kommt noch eine andere Granate. Digga und Conti! Oh mein Gott. Er ist Gabriel Jesus. Was? Er ist nur noch 400k? Aber guck mal, was heißt nur noch? Jetzt ist halt die Frage, ob er noch weiter. Also, er wird. Ja, Simon war auf ganz entspannt, ne? Wenn du Eier hast, stößt du ihn ab, Bruder. Nämlich den eierlosesten Mensch der Welt, aber ich finde dich dumm. Ich weiß nicht, also im Moment ist FIFA so schwer einzuschätzen, aber ich finde 400k ist so ein. So ein Preis. Ich muss ihn doch eigentlich jetzt draufstellen, oder? Simon. Wenn wird er weiter singen? Ja, der war ja eine Zeit auf so einen hohen Preis, ne? Ja, aber eigentlich würde es mehr Sinn machen. Ich meine mal so, ich behalte mal ganz kurz auf. Ich nehme mal ganz kurz auf Tasche. Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Das Ding ist. Dass, wenn er nächste Woche im Team of the Week nicht mehr zu ziehen ist, dass er halt dann auch wieder steigen könnte, aber. Sein Preis ist halt zu suspekt, ne? Warte, lass mich mal ganz kurz den Vergleich. Vergleichen, was kostet ein Aguero in Form? Na gut, ein Aguero ist auf 1,4, aber war auch im ersten Team der Woche, ne? Es ist halt nur ein 84er. Ich würde ihn erstmal behalten. Ich bezweifle, wenn, mache ich höchstens 100k. Das hat auch viel Verlust. Aber ich glaube nicht, dass er unter 300k geht. Ich hätte ihn jetzt für eine 500.000 hätte ich ihn jetzt verkauft, so. Ich glaube, er ist halt mit. Jesus ist im Moment so mit Mbappé in FIFA 18 der mit am meisten, also gehypteste, also er wird so viel auch gespielt. Er ist so ein absolut beliebter Spieler, Jesus. Und ich glaube, verkauf dafür, was brauchst du denn? Naja, ich verkaufe ihn ja nicht, weil ich glaube, dass er halt noch steigt. Das Ding ist halt auch noch dazu. Ja, wenn ich ihn verkaufe, Mann. Ich könnte mir halt einfach nochmal eine geile Ikone holen, ne? Und jetzt Ronaldo.
Ja, aber leck mich doch am... Also, es ist... Danach steigen sie halt wieder, ja, schon. Bruder, ein Aspi ist da auch was... wert? Was ist ein Aspi wert? Sag mir nicht, dass der... Ist der über 30, 40k? Los, ich kann dich nicht hitten. Sag mir jetzt nicht, dass Aspi die Quetta so viel wert ist, bitte. Ah. 50k? Ach. Ah. Es tut mir leid, Freunde. Ja, aber den stelle ich rauf. Oh mein. Es tut mir leid, ne? Ey, Freunde. Natürlich, das ist ein nices Profit bis jetzt. Ja, ich stelle mal so auf SK direkt so drauf. Passt. Ja, vielleicht sind die ja nochmal ganz am Gönnen. Digga, nee, kein Bock. Ey, gönnt mir mal. Ich habe auch gut reingepumpt schon. Man hatte davor mal keinen Erfolg. Das ist der von PSW. Junge, was ist denn gerade los? Bruder. Das waren jetzt. Das waren einfach drei Brettspieler hintereinander. Aber er hat auch, finde ich, überstabile Werte, muss ich sagen. Ist nicht so gut, ja, aber es war jetzt auch dieses Billo-Pack. Viermal hintereinander wäre zu viel, oder? Ja, ja. Aber ist auch in Ordnung. Vielleicht nehme ich jetzt auch mal so ein Martial mit. Oder Traoré zum zweiten Mal. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Kompetenz. Pingi. Also, ich sag, oh, I'm sorry, ne? Erstmal Powerman. Danke dir für den 2. Kannst du Max grüßen? Sasuke sagt, er ist sympathisch und ich soll ihn kennenlernen. Help, warum spende ich jeden Menschen Geld? Aber egal, fühlt sich nice an. Okay. Danke dir für den 2er. Tobi, danke dir mal für den 2,33. Leider war nicht mehr auf der PC. Danke dir dafür. Powerman, danke dir mal für den 2er. Nicht spenden, lesen vor. Nicht spenden, lesen, vergessen, Mäus. I'm sorry. Pingi, danke dir für den 4-Euro-Donate. Endlich zweistellig. Und dann hat er noch gesubbt. Pingi, sollte das ein Resub sein oder wie? Ich frage mich. Danke dir auf jeden Fall. Boah, Mann, die Packs sind aber auch scheiße heute, ne? WTF? Einfach nichts. Pingi hat Geburtstag, jetzt. Jetzt hat. Um 0 Uhr hat Pingi. Oh! Pingi ist jetzt 10 Jahre alt. Pingi, alles Gute zum Geburtstag, mein Süßer. Der gute alte Pingi. Na dann. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Ja, moin, André Schöle. Wie Basti mal schmatzt. Ja, ich bin gefüllt mit Emotionen gerade. Ich sing kein Lied, lass mich in Ruhe. So, mal gucken. Bis jetzt waren die Packs noch nicht so gut. No risk. Ey, aber hier kommen aber auch keine guten Spieler mehr. Scheiße, Mann. Boah!
So eine Kacke. Schloss. Hey, lass mich in Ruhe, ich sing nichts. So. Gönn dir, Pingi. Och. Och. Und das soll es jetzt gewesen sein. Einfach nur ein Gabriel Jesus? Mehr nicht? Mehr nicht? Müsst ihr euch mal vorstellen, aus 50 Euro nur eine halbe Million. Nur eine halbe Million aus 50 Euro. Boah. Was sind das für schlechte Packs? Nur. Mann, Mann, Mann. Bam 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 bam. Hat er irgendwas Gutes gezogen? Geht. Geht. Aspilicueta. Gabriel Jesus in Form. Ja. Ach nö. Warum läufst du so zickzack? Was ist los? Ich kann dich nicht hitten. Alter, sieht man, weil ich mir sehr viel Mühe gebe und nervös bin auf die Antwort. Powerman, danke dir mal für den Zweier. 64 SG, aber erstmal Ronaldo ziehen. Ja, Ronaldo kommt jetzt. Ganz gediegen. Danke dir für deinen Donate. Ach. Oh, die Packs. Boah. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was jetzt hier nochmal so drin war. Haben wir Littmann angezogen, Lars und Laudrup, Kappa. Ja. Also wenn wir uns mal hier die Schätze angucken, was hier schon mittlerweile alles First Owner dabei ist, einen guten David Silva. Ja, mit Manchester City Informs hab ich's. Einen Isco haben wir noch hier First Owner im Club rumzuliegen. Die liegen halt auch hier, ne? Ein Aspi, den haben wir uns für 150 geholt. Hoffen wir, dass er noch ein bisschen hochgeht, wa? Kimmich, haben wir auch noch da. Den habe ich für 30 geholt. Schnapper. Den guten Javi. Ist das ein Traum? Und dann siehst du die Stats von den Spielern. Ja, okay, tut mir leid, dass ich im ZM mit Hess, mit Silva als 10 Assists gemacht habe. Ist halt ZM. Hä? Was kostet ein Sharawi jetzt mittlerweile? Ist der gestiegen? Ja, scheint wohl gut gestiegen zu sein. Alright, dann sage ich danke an die Jungs von YouTube und macht's nach, macht's besser.